Hallo Menschen, heute möchte ich über die gelesenen Bücher aus dem Januar sprechen. Und das war, was meine Leselust betrifft, ein großartiger Start in das Jahr. Ich hatte immer sofort richtig Lust, das nächste Buch in die Hand zu nehmen, selbst wenn das vorhergehende vielleicht leider nicht so gut war, was sich dann Ende des Monats etwas häufte. Aber das hat mich diesen Monat überhaupt nicht gestört. In anderen Monaten fange ich dann irgendwie vielleicht doch mal ein bisschen an, Netflix zu gucken und lasse die Bücher vielleicht mal 2 Tage oder so beiseite, aber diesen Monat ging das wirklich Schlag auf Schlag. Und los ging das Ganze mit ein wenig Nonsens, nämlich den beiden Alice-Romanen in dieser wunderschönen Clothbound Edition, die übrigens auch ein sehr, sehr gutes Vorwort und tolle Anmerkungen hat. Übrigens, das Vorwort bitte nicht vorher lesen, falls ihr die Geschichte nicht schon anderweitig kennt, weil es, wie in fast allen Klassiker-Ausgaben, irgendwie schon so gut wie alles verrät, was dann in der Geschichte passiert. Ich hingegen möchte zum Inhalt so gut wie gar nichts sagen, weil ich glaube, die meisten kennen es doch irgendwie. Es ist ja auch keine so richtig zusammenhängende Geschichte. Stattdessen möchte ich ein bisschen was über meine Leseerfahrung diesmal sprechen, denn hier basiert ja sehr viel auf Wortwitzen, die übrigens in den Anmerkungen auch sehr, sehr gut erklärt werden. So gut, dass ich mich schon fragen musste, ob nicht ein Muttersprachler diese Anmerkungen ein bisschen überflüssig finden würde. Aber für mich, der Englisch halt nur als zweite Sprache gelernt hat, war es sehr, sehr hilfreich. Und deswegen habe ich diesmal zum allerersten Mal wirklich jedes Wort nachgeschlagen, was ich nicht kenne. Ich mache das sonst nicht, weil man ja doch irgendwie mitkriegt, was passiert. Und ich glaube, dass es durchaus nützlich ist, sich das selber so ein bisschen aus dem Kontext zu erschließen. Sonst stört es ja auch immer ein bisschen den Lesefluss. Aber hier hat es sehr, sehr gut gepasst und mir durchaus auch geholfen. Ich habe dann halt viel auch nochmal doppelt gelesen, bin nochmal zurückgegangen und habe dadurch definitiv auch länger gebraucht. Aber das Ganze war ja sowieso schon ein bisschen eine zerstückelte Lektüre durch diese ganzen Anmerkungen, die ich aber auch notwendig fand, weil mir sonst so viel entgangen wäre. Also auch diese ganzen Lieder und Kinderreime, auf die das basiert, die früher halt berühmt waren, aber die, glaube ich, heutzutage nicht mal jeder Brite mehr kennt. Das habe ich definitiv gebraucht, dass mir das jemand erklärt und darlegt. Und insofern hat mich das auch überhaupt nicht gestört, dass ich hier ein bisschen länger dafür gebraucht habe als normalerweise. Ich glaube nicht, dass es die richtige Vorgehensweise jetzt für jeden Klassiker ist, weil man sich ja manchmal doch auch einfach ein bisschen in der Geschichte verlieren möchte. Aber hier, für mich war es gut und es war auch interessant zu sehen, was das mit mir und meiner Lektüre macht, wenn ich mir halt noch ein bisschen mehr Zeit lese. Wie gesagt, ich werde es nicht bei jedem Roman machen, vor allem nicht so bei aktueller Literatur, aber hierfür war es sehr gut und ich kann es durchaus auch jedem empfehlen, mal auf Englisch zu lesen, denn ich erinnere mich zwar, dass oft die Reklamausgabe ein gutes Nachwort hat, in dem der auch erklärt, okay, das basiert auf diesen Liedern und so weiter und so fort, aber auf Englisch mit den originalen Wortwitzen ist es doch wirklich nochmal was anderes. Als zweites machte ich mich dann gleich an mein Weihnachtsgeschenk von Sophie vom Kanal Verstand, nämlich Hold Your Own von Kate Tempest, was schon so, so lange auf meiner Wunschliste stand und ich danke an der Stelle nochmal ganz herzlich für das Geschenk. Es gefiel mir sehr, sehr gut. Inhaltlich basiert das Ganze so ein bisschen auf dem Mythos rund um Teiresias. Allerdings reicht es meiner Meinung nach durchaus, wenn ihr euch den Wiki-Artikel mal so als Hintergrundwissen durchlest, denn sie entwickelt daraus eher allgemeine Gedanken rund um das Erwachsenwerden, Geschlechterrollen, Sexualität und auch so die Beziehung zum eigenen Körper. Da möchte ich euch nochmal ein Beispiel vorlesen. Es heißt 13. Oh je, so viel TH. The boys have football and skate ramps. They can ride BMX and play basketball in the courts by the flats until midnight. The girls have shame. One day, when we are grown and we have minds of our own, we will be kind women with nice smiles and families and jobs. And we will sit with the weight of our lives and our pain, pushing our bodies down into the bus seats. And we will see 13-year-old girls for what will seem like the first time since we've been them. And they will be sitting in front of us, laughing into their hands at our shoes or our jackets and rolling their eyes at each other. While out of the window, in the sunshine, the boys will be cheering each other on and daring each other to jump higher and higher. Oh, das gefiel mir so, so gut. Daran hört ihr vielleicht auch schon ein bisschen, dass es eher modern klingende Lyrik ist. Sie hat aber durchaus auch Reime immer mal mit dabei, allerdings weniger so in dem klassischen Sinne, dass wirklich irgendwie jeder Vers in einem Reim endet, sondern es wirkt alles sehr modern, eher so ein bisschen lockerer. Und manchmal tendiert es aber auch eher Richtung Prosa-Gedicht. Auch dafür möchte ich euch nochmal ein Beispiel vorlesen. Die Situation ist hier folgende, dass das lyrische Ich in einem Zelt ist und draußen stürmt es und sie oder er hat halt eher das Gefühl gerade von Verlassenheit und Einsamkeit und dann liest sie aber Literatur und findet dort einen Satz, der sie halt, ich sag jetzt einfach mal sie, extrem anspricht. Und daraufhin hat sie dann folgende Gedanken. And I laughed out loud, because it's always the way. When you are alone and feeling like you could jump off the edge of the world, that's when they find you and tell you they all went through the same thing.
And it makes you feel special, because you feel like of all the people in all the world, these years dead writers wrote whatever it was that made the blood run in your veins again, just for you. And you say their names out loud when you walk the city in the middle of the night and you feel close to something timeless. You feel like someone just lay you down on your back and showed you the sky. Und das war so toll formuliert, meiner Meinung nach. Also es ist genau dieser Moment, den ich so oft mit Literatur habe, dass da jemand etwas in Worte gefasst hat, was ich schon die ganze Zeit vielleicht empfunden habe oder dachte, aber nicht so richtig in Worte fassen konnte. Und das wiederum hat sie gerade so toll in Worte gefasst. Gefiel mir sehr gut. Allgemein glaube ich, dass das ein guter Einstieg auch für Leute wäre, die Lyrik vielleicht kennenlernen wollen, aber noch nicht so richtig wissen, wo sie anfangen sollen. Denn es hat so diesen modernen, lockeren Zugang. Es ist nicht groß jetzt irgendwie durchstrukturiert. Sie ist ja selber auch Spoken Word Artist und Rapperin. Es gibt wohl auch mehrere Videos von ihr auf YouTube, die ich mir tatsächlich noch nicht ansah, meine ich. Aber auch in Buchform gefiel es mir sehr, sehr gut und ich danke nochmal dafür. Dem folgte ein Buch, was ich so sehr mochte, dass ich eine einzelne Rezension dazu drehte, nämlich Schnell, dein Leben von Sylvie Schenk. Hier dreht es sich zum Großteil um die Nachkriegszeit, speziell die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich. Und wir erfahren das am Leben der jungen Louise, die sich eben in einen Deutschen verliebt und dann auch mit den Meinungen zum Beispiel ihrer Eltern zu tun hat und gewissen Vorurteilen und so weiter und so fort. Das Besondere an diesem Buch ist, dass es in der Du-Perspektive erzählt wird, was erstaunlich gut funktionierte. Und in dem Einzelvideo gebe ich euch dann auch nochmal ein paar Beispiele, zitiere aus dem Buch und erkläre nochmal genauer, was mir so gut gefallen hat. Aber im Großen und Ganzen wirklich eine Empfehlung für euch. Ich möchte euch das nochmal Herzlichen, es ist so ein kurzes Buch und hat dabei aber schöne, interessante Themen dabei, mochte ich wirklich. Und also anscheinend ging der Monat wirklich gut los, leider am Ende dann nicht mehr ganz so sehr. Danach kam gleich noch ein weiteres, kurzes, aber sehr, sehr schönes Büchlein, nämlich Konzert ohne Dichter von Klaus Modig. Ich hatte Anfang Januar den Film Paula gesehen und mich dann endlich einmal an dieses Buch hier gemacht, was ich eigentlich schon seit Erscheinen des Hardcovers lesen wollte. Denn auch hier geht es um diesen Worpsweder Künstlerkreis. Im Zentrum steht allerdings eher Heinrich Vogeler. Und seine Vorstellungen von Kunst, von ihm selbst, seine Beziehungen zu den anderen Künstlern dort und speziell eben nochmal zu Rilke, der besagter Dichter ist, der auf dem Bild von einem Konzert nicht zu sehen ist, obwohl er in Wirklichkeit anwesend war und warum das denn so ist. Die Rahmenhandlung ist so ein bisschen, dass Heinrich Vogeler eben für dieses Bild eine Medaille überreicht bekommen soll, aber zwischendurch haben wir eben, wie gesagt, ganz viele Reflexionen über Kunst und ihn selbst und dann eben die Erinnerungen an Rilke vor allem nochmal. Dabei ist das Ganze sehr ruhig erzählt, es passiert an sich auch sehr wenig und selbst wenn etwas passiert, dann ohne große Aufregung. Die Sprache ist fast schon ein bisschen antiquiert, würde ich sagen. Mir persönlich gefiel es aber sehr, sehr gut und ich fand vor allem, dass es auch zu diesem Kreis passte, zu Heinrich Vogeler. Das war richtig schön ausgedrückt. Ich möchte euch ein Beispiel dafür geben. Und ich habe hier irgendwo ein Haar, ich raste aus. So, Beispiel. Der fast volle Mond stand über den Birken und Pappeln und erzeugte einen Lichtstrom von mattem Silber. Der Vorplatz mit den Urnen schimmerte weiß, wie mit Apfelblüten bestreut. Gleich dahinter schlossen sich die Nebelschwaden zu dichteren Schleiern und davor standen die Bäume wie Türen zu einer anderen Welt. Das Lachen, Lärmen und Singen im Haus wurde leiser. Unberührt wartete diese fremde, silberne Welt, von Fabelwesen bewohnt, unter der Schwärze des Himmels. Und solange das Mondmärchen mit Sternen und wehenden Gestalten dauerte, blieb alles Kunst und Traum und nichts und niemand wurde wirklich. Das klingt so schön, meiner Meinung nach. Es ist sehr voll, das merkt man hier schon, aber mir persönlich gefiel es sehr gut. Und ich fand, es passte auch nochmal extra dazu, wenn er den dann Kunst beschreibt. Auch dafür möchte ich euch ein Beispiel vorlesen, denn in einem Buch, was sich irgendwie um Kunst dreht, ist es schon vielleicht wichtig, wie denn der Autor das in Worte fasst. Und hier geht es darum, dass er gerade ein Buch beschreibt, was Heinrich Vogeler eben gestaltet hatte. Da steht: Er hat dieses Buch ausgeschmückt und illustriert nach allen Regeln der Kunst seines unverwechselbaren Stils. Märchenhafte Vögel, Schwäne auf dunklen Teichen, Rüsseltiere und Drachen, Blätter und Blumen geborene Geschöpfe mit wallendem Gefieder, das wieder in wogende Zweige, Früchte und Blumen übergeht, Blütenkelche, die Blütenkelche aus sich hervorstoßen. Ein Formenreichtum, der nach Farben schreit, nach giftigen, süßen, einschmeichelnden, aufreizenden Farben. Im Aufbau sind die Blätter zwar organisch, doch der Rhythmus der Flächen formt eine geschlossene, exklusive Welt. Nirgends öffnet sich ein Horizont, nirgends ein Durchblick, nirgends eine neue Perspektive, nirgends Freiheit. Ein schöner Vorhang, der die Wirklichkeit verbirgt, eine Mauer, die das Leben ausschließt. Und plötzlich, als er das Märchen vom eigensüchtigen Riesen illustriert hat, ist ihm durch den Kopf geschossen, dass er ja selbst ein Verwandter dieses Riesen ist, der die spielenden Kinder aus seinem Garten vertreibt und eine Mauer ringsum baut, woraufhin der Garten in dauernden Winterschlaf fällt.
Vogeler ahnt, dass seine Romantik nicht ins Offene weist, sondern Träume, Wolkenkuckucksheime, Luftschlösser, Kulissen, Märchen verkauft. Handwerklich erstklassige Kinkerlitzchen, teuren Klimbim, edlen Firlefanz. Das alles flieht vor der Gegenwart und ihren Konflikten. Und gerade deshalb hat es Erfolg, liefert Trost und Schönheitspflästerchen gegenüber einer Zeit, deren Industrielärm, Tempo und Rhythmus im Maschinentakt man nicht mehr folgen kann. Und so weiter und so fort. Das war wirklich schön formuliert. Ich würde sagen, für ein neues Lieblingsbuch ist es im Endeffekt noch ein Tick zu brav. Hat mich jetzt nicht direkt erschüttert, aber es war wirklich so eine schöne kleine Lektüre, die ich halt vor allem den Kunstinteressierten unter euch nahelegen muss. Nicht mal unbedingt an diesem Worpsweder-Kreis, weil da hatte ich vorher jetzt auch kein großes Interesse, aber allgemein so die Reflexionen über Kunst und wie sich Künstler vielleicht manchmal anbiedern oder eben auch nicht und was Rilke dazu zu sagen hat, das war sehr, sehr interessant. Vor allem auch nochmal der Unterschied zwischen Film und Buch, denn da werden einige Charaktere durchaus anders dargestellt. Also mir gefiel das, dass ich das so ein bisschen zusammen sah und las und kann es auch euch ans Herz legen. Danach las ich etwas zusammen mit Sarah von Bookmarkt, nämlich Sophies Welt. Ich ging etwas vorsichtig an diese Lektüre heran, da ich selber 5 Jahre lang Philosophie studiert habe und hörte, dass es eben ein Buch ist, was die Philosophie eher Kindern und Jugendlichen nahebringen möchte. Das tut es, indem unsere Protagonistin Sophie eben eines Tages einen kleinen Zettel erstmal im Briefkasten findet mit 5, mit 3 so philosophischen Fragen und dann bekommt sie immer dicke Briefbögen, durch die ihr eben jemand einen Philosophiekurs erteilt. Also wir gehen chronologisch in der Philosophiegeschichte voran und dann beginnen langsam auch so ein paar seltsame Ereignisse rund um Sophie zu geschehen. Und das ist wirklich so ein ganz, ganz klarer Fall von, es war die falsche Zeit, in der ich dieses Buch las. Das kann ich dem Buch auch nicht wirklich übel nehmen. Ich hätte es vielleicht vor 10 Jahren lesen sollen, wirklich so mit 15, 16. Da wären die Gedanken noch neu für mich gewesen. Da hätte ich großes Interesse daran gehabt, hätte noch was gelernt, hätte mich zum Nachdenken angeregt. Aber so war da leider für mich gar nichts Neues drin. Leider war aber auch das Drumherum irgendwie nicht so richtig für mich. Ich mag das überhaupt nicht, wenn in Kinderbüchern Erwachsene entweder einfach komplett abwesend sind oder so als blöde dargestellt werden. Es gibt zum Beispiel einmal einen Moment, da stellt Sophie ihre Mutter ja durchaus philosophische Fragen und sie reagiert mit, hast du Drogen genommen? Und sie geht wirklich gar nicht auf sie ein. Also ich meine, dass sie natürlich nicht die Antworten parat hat, ist natürlich auch klar, aber dass sie es wenigstens versucht, mit ihrer Tochter mal so ein bisschen darüber zu reden. Und das passiert halt mehrmals, dass die Mutter einfach irgendwie zu ihr sagt, oh Sophie, was ist denn mit dir los? Außerdem gibt es so vollkommen unnötige Lügen, meiner Meinung nach. Also Sophie behauptet da immer, weil die Mutter fragt auch, von wem sie denn da immer so diese Liebesbriefchen bekommen würde, dass sie ihr das auf gar keinen Fall sagen darf. Sie bleibt bei dieser Lüge, dass das Liebesbriefe sind, denn sie darf ihrer Mama natürlich nicht sagen, dass sie da einen Philosophiekurs bekommt. Und ich dachte mir eigentlich nur, warum? Also vielleicht ist das so, sind Jugendliche so, dass sie dann sagen, das ist jetzt mein kleines Geheimnis? Ich weiß nicht, gefiel mir nicht sonderlich gut. Und dann kommt natürlich Sophie selbst, die ich einfach sehr, sehr nervig finde. Sie plappert einfach stur und teilweise eben auch falsch nach, was ihr der Philosoph durchaus richtig in den Briefen erklärt hat und wundert sich dann, dass ihre Mutter das nicht so richtig versteht und dass sie da nicht drauf eingeht. Und teilweise benutzt sie einfach irgendwelche Floskeln, die der Philosoph vielleicht als Beispiel ganz gut erklärt hat, aber die sie selber noch gar nicht verstanden hat. Sie nimmt einfach so dieses Bild, was er benutzt hat und wirft es ihrer Mutter so ein bisschen an den Kopf. Und meiner Meinung nach wird das halt auch nicht besser. Also ich hätte eben eine Entwicklung erwartet, das wäre ja durchaus interessant gewesen, wenn wir sie erstmal so kennenlernen als jemand, der irgendwie voreilig Schlüsse zieht, weil sie glaubt irgendwie so bei jedem Brief, jetzt hat sie die Welt verstanden. Das hat sie aber halt leider am Ende auch noch. Also es ist nicht so, dass sie dann irgendwie vorsichtiger in ihren Urteilen wird, sondern später, das ist jetzt auch kein Spoiler, also von Anfang an sagt der Philosoph in den Briefen, wir werden uns irgendwann auch mal sehen, ich fange jetzt nur mit den Briefen an. Und tatsächlich sprechen sie dann halt irgendwann miteinander und er schreibt ihr nicht mehr einfach nur die Briefe. Und da kommen von ihr so fürchterlich sinnlose Zwischenmeldungen. Sie plappert da halt so rein und hat nichts beizutragen und ist genauso voreilig wie am Anfang noch, meiner Meinung nach. Das war halt wirklich schade. Und man hatte halt wirklich das Gefühl, dass der Autor irgendwie vorher da saß und sich dachte, ich möchte Kindern unbedingt die Philosophie nahebringen. Was könnte ich mir denn drumherum mal noch ein bisschen für eine Geschichte ausdenken? Die dann aber meiner Meinung nach halt nicht so gut wird, weswegen ich auch gar nicht so richtig weiß, wem ich das empfehlen könnte. Also ich glaube, so für 13-, 14-Jährige ist es etwas zu langweilig und auch zu langwierig. Also diese philosophischen Exkurse sind wirklich lang, die machen bestimmt 50% des Buches aus. Und wie gesagt, für 15-, 16-Jährige, also ja, mir hätte es schon noch neue Ideen gegeben, aber ich glaube, da ist Sophie einfach ein bisschen zu kindlich und zu nervig.
Ich weiß nicht so richtig, wer da die Zielgruppe sein könnte, wem das wirklich gefallen könnte. Und dann würde ich euch gerne noch etwas verraten, was mich beim Lesen sehr störte und was ich gerne vorher gewusst hätte, was vielleicht manche aber als Spoiler bezeichnen könnten. Also ich werde euch nicht sagen, irgendwie, was am Ende rauskommt, was die Lösung ist, aber ich würde euch gerne sagen, was die Lösung nicht ist. Falls ihr jetzt aber gar nichts mehr von dem Buch wissen wollt, dann springt ihr entweder an diese Zeit hier oder ihr nutzt unten in der Infobox die Zeitmarke zum nächsten Buch. Okay? Ja, dann bis gleich. Okay. Und das Einzige, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass diese ganzen seltsamen Vorgänge rund um Sophie keine übernatürliche Erklärung haben. Was ich die ganze Zeit hoffte, aber durchaus gab es da mal so einen Moment, bei dem ich befürchtete, oh nee, das ist doch jetzt nicht wirklich irgendwas mit Geist oder so, weil das halt so extrem wurde. Das hat mich tatsächlich beim Lesen genervt. Ich war kurz davor, das Buch entweder abzubrechen oder, also um genau zu sein, habe ich dann den Wiki-Artikel kurz gelesen bis an die Stelle, weil ich wissen wollte, was da jetzt los ist. Ich weiß, das hat mir vielleicht auch ein bisschen Freude an dem Buch genommen, aber wie gesagt, ich hatte in dem Moment keine Freude mehr und ich glaube, dass das viele beruhigen könnte, wenn ich euch sage, es hat nichts Übernatürliches. Tatsächlich mochte ich den Twist, der kommt, aber das Ende wiederum gefiel mir nicht sehr gut. Kann ich jetzt natürlich nur schwierig drüber sprechen. So, insofern weiß ich, wie gesagt, nicht so richtig, wem ich das empfehlen könnte. Vielleicht einem sehr, sehr ruhigen, sehr intelligenten 14-Jährigen. Das vielleicht, für mich war es leider nicht so richtig. Danach las ich das Buch, über das jetzt ziemlich viele Menschen sprechen, nämlich Ein wenig Leben von Hanya Yanagihara. Das war ein Leseexemplar, was ich mir über die Arbeit auslieh, was also uns allen quasi als Kollegen gehört, mehr oder weniger. Und dazu gibt es ebenfalls eine Einzelrezension. Man kann es zusammenfassen als: Ich fand den Anfang sehr gut, ich mochte, wie sich die Beziehungen langsam entwickeln, wie die Charaktere voll und lebendig aufgebaut werden, das war toll. Und dann gehöre ich aber leider in die Fraktion, die es nicht ganz nachvollziehen können, warum Hanya Yanagihara dieses Überbordende für ihre Protagonisten gewählt hat. Es ist dann absolut übertrieben. Es gibt nicht nur ein, zwei schlimme Dinge, sondern drei, vier, fünf, sechs. Und das war mir zu viel, nicht im Sinne von, dass ich das nicht ertragen konnte, sondern im Sinne von, dass es mir unrealistisch erschien und ich zunehmend abstumpfte und die Beziehung zu unserem Protagonisten verloren. Mir war das zunehmend egal, was geschah. Und ich kann halt leider nicht ganz nachvollziehen, warum das ihr Ziel gewesen sein sollte, warum man mit jemandem, der Leid erfährt, nicht mitempfinden soll. Und das geht aber nicht mehr bei so viel absurden, schrecklichen Vorgängen, die alle auf ein Menschenleben gehäuft werden. Im Einzelvideo gebe ich euch auch noch ein paar Zitate und erkläre euch genau, was mich stört, ohne natürlich zu spoilern. Aber falls ihr es auch gelesen habt und mit mir reden wollt, könnt ihr das natürlich in diesem Kommentar oder auch unter dem anderen Video machen. Ich bin gerne auch bereit, nochmal darüber zu reden, was mich genau störte. Das habe ich mit dem einen im Kommentar auch schon gemacht. Ansonsten nicht so ganz meins. Hat viel Potenzial und ich würde auch auf jeden Fall nochmal was anderes von der Autorin lesen, aber hat mich nicht so überzeugt. Danach las ich noch ein kleines Gedichtbändchen, nämlich Blütenlese von Selma Meerbaum-Eisinger. Dieses Buch hatte ich eigentlich Sophie an Weihnachten geschenkt. Hatte aber ein bisschen vergessen, dass ich ihr das vorher schon einmal geschenkt hatte. Die einzige Ausrede, die ich dazu finden kann, ist, dass der Lesemonat, in dem sie über dieses Buch spricht, damals noch nicht online war, aber ich ja, habe es einfach ein bisschen vergessen. Freundlicherweise hat sie es mir dann einfach zurückgeschickt, denn ich hatte es auch noch nicht gelesen. Ich dachte nur, es wäre etwas, was ihr gefallen könnte. Und zwar ist Selma die Großcousine Paul Celans, die 1942 mit nur 18 Jahren in einem Arbeitslager der Deutschen verstarb und 58 Gedichte überlieferte. Die sind alle sehr traditionell, fast alle ordentlich gereimt und aufgebaut und voller Naturmotive. Ich möchte euch ein Beispiel dafür vorlesen. Wie eine Linie dunkelblauen Schweigens liegt fern der Horizont, von weichem Rot umsäumt. Die Wipfel schaukeln leis wie im Banner eines Reigens, das Licht ist wie im Märchen, sanft und blau verträumt. Der Himmel ist noch hell, noch sieht man kaum die Sterne. Die Luft ist kühl und weich wie eine Frauenhand. Und süße Melodie dringt aus der fernsten Ferne, Musik einer Schalmei, zauberhaft, unbekannt. Ich muss zugeben, ich bin nicht immer in der Stimmung für Naturlyrik, aber anscheinend hat es jetzt genau gepasst. Es gefiel mir so gut. Ich finde, es ist schon ein bisschen überladen, aber halt auch so atmosphärisch. Und ich war halt wirklich genau gerade bereit für diese Lyrik und möchte euch noch ein zweites Beispiel vorlesen, ganz kurz nur, einfach für das schöne Bild, was ihr da findet. Die Nelke mit den zarten roten Spitzen harret des Sonnenstrahls, der durch die Ritzen ihr heut ein Kleid aus Goldstaub angetan. Ihr heut ein Kleid aus Goldstaub angetan. Das klingt so schön, meiner Meinung nach. Entgegen diesem zweiten Gedicht, was ich euch gerade vorgelesen habe, ist oft eine eher melancholische Stimmung zu spüren. Das ist alles sehr gedrückt. Sie ist jetzt nicht gerade ein Frohgemut. Und dafür noch ein letztes Beispiel. Das ist überhaupt das letzte Gedicht hier in dieser Sammlung und gefällt mir sehr, sehr gut. Tragik lautet es. Das ist das Schwerste. Sich verschenken und wissen, dass man überflüssig ist.
sich ganz zu geben und zu denken, dass man wie Rauch ins Nichts verfließt. So schön. Also wirklich eine Empfehlung, dieses kleine Büchlein. Auf Instagram empfahl mir auch noch jemand die Biografie dazu. Habe ich jetzt nicht da, mal schauen, aber schon, das war so ein schöner Einstieg und es ist so schade, dass es nicht mehr von ihr gibt. Gefiel mir wirklich gut. So, und an der Stelle muss ich als Bearbeitungsanna nochmal reingrätschen, denn ich stellte gerade fest, dass das ganze Video 38 Minuten lang ist, was mir etwas zu lang ist, weswegen ich es in zwei Teile spalten möchte. Aber darum gab es natürlich an der Stelle jetzt keine Verabschiedung, was ich nur nochmal nachholen möchte. Ich denke, ihr wisst, dass ich mich immer über Kommentare freue, wenn ihr mir etwas zu den Büchern zu sagen habt, weil ihr sie selber vielleicht schon gelesen habt oder falls ich euch gerade Lust drauf gemacht habe. Und dann kommt der zweite Teil am Sonntag. An der Stelle bleibt mir nur noch übrig, euch fürs Zuschauen zu danken und dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal.